Am 16.03.2024 versammelten sich Bürgerinnen und Bürger aus Herne und Umgebung auf dem Südfriedhof in Herne, um dem Märzgefallenen von 1920 zu gedenken. Organisiert von den Gewerkschaften wurde die Veranstaltung zu einem bewegenden Tribut an die Opfer, die vor 104 Jahren im Kampf für die Freiheit und soziale Gerechtigkeit ihr Leben ließen. Die Gedenkstunde begann mit einer feierlichen Prozession zum Ehrenmal für die Gefallenen. Die Teilnehmer zogen in stiller Ehrfurcht zum Gedenkort. Dort angekommen legten Vertreter der Gewerkschaften einen Kranz und Blumen am Fuß des Ehrenmals nieder, als Zeichen der Anerkennung und des Gedenkens. Norbert Arndt eröffnete die Zeremonie mit einführenden Worten, die die Bedeutung dieses historischen Momentes hervorhoben. Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch hier heute Morgen zu dieser alljährlichen Gedenkstunde an der Gedenkstätte der Herner Arbeiterbewegung, wo wir insbesondere an die Gefallenen der Märzrevolution von 1920 erinnern, wo einige von hier bestattet sind, und gleichzeitig, da weist hier die Bronzetafel darauf hin, an die Angehörigen des antifaschistischen Widerstandskampfs 1933 bis 1945 aus der Herner Arbeiterbewegung. Wie jedes Jahr seit über 20 Jahren unterbrechen wir heute hier den üblichen Tagesablauf, um unserer Vorkämpferinnen und Vorkämpfer zu erinnern. Jene, die 1920 ihr Leben lassen mussten im Kampf gegen den Krieg und seine Ursachen und für eine sozialistische Republik. Die Gräuel und Schrecken des Ersten Weltkrieges waren den Menschen, die sich 1920 am Generalstreik gegen den Kapuzsch und der anschließenden Märzrevolution beteiligt haben, noch in wacher Erinnerung. Ich denke, wir haben allen Grund, unser Erinnern und unser Mahnen an die entscheidenden Schnittpunkte in der deutschen Geschichte 1914, 1918, 19, 1920, 1933 und 1939, 45. Wir haben allen Grund, dieses Erinnern an diese wichtigen Wegmarken und Scheidepunkte zu verbinden mit aktiver Gegenwehr und Widerstand gegen Hochrüstung und Krieg. Ich bin froh, heute mit euch hier heute den Gewerkschaftssekretär meiner Gewerkschaft Verdi, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Azatan, zu begrüßen. An unsere Kapelle nochmal. Bewegenden Rede erinnerte Azad Tahan, Gewerkschaftssekretär des Verdi-Bezirk Mittleres Ruhrgebiet, an die Ereignisse des März 1920, als Arbeiter und Arbeiterinnen in Herne mutig für ihre Rechte und ein besseres Leben kämpften. Er zollte denjenigen Respekt, die damals ihr Leben im Kampf für die soziale Gerechtigkeit verloren haben. Die Rede war geprägt von einem Gefühl der Solidarität und Verbundenheit, das die Bedeutung der gewerkschaftlichen Bewegung für die Gemeinschaft unterstrich. Auch hier im Herzen des Ruhrgebiets schlug vor etwa 100 Jahren genau hier das Herz des Widerstandes gegen den Faschismus, gegen Unterdrückung
und gegen die Mächte, die versucht haben, die Arbeiterinnen und Arbeiter zu unterdrücken. Und um Geschichte aus der Geschichte lernen zu können, ist es meine tiefste Überzeugung, dass man die Geschichte lebendig machen muss und sie ins Heute übertragen muss. Und ich möchte gerne mit euch gemeinsam nochmal versuchen, sich nochmal damals zu erinnern und zu versuchen, die Stimmung damals aufzunehmen. Die Menschen waren kriegsmüde. Sie hatten das sinnlose Morden satt aus dem Ersten Weltkrieg. Die Soldaten wurden nur noch als Kanonenfutter benutzt, in sinnlose Kriege geschickt. Und die wenigen, die noch nach Hause zurückgekehrt sind, waren schwerst traumatisiert, hatten Unglaubliches gesehen. 20 Millionen Menschen sind im Ersten Weltkrieg damals schon zu Tode gekommen. Und die, die zurückkamen, waren psychische Wracks, schwerst traumatisiert. Und alle sehnten sich nach Frieden und sehnten sich danach, dass der Krieg aufhört. Die Niederschlagung des Versuchs des Kaputsches durch den Deutsche Bankchef ist der Anlass, warum wir heute hier sind. Es bildete sich Widerstand, zuallererst in der Novemberrevolution, in den Häfen. Von dort aus ging der Widerstand in der Novemberrevolution aus. Die Arbeiter- und Soldatenräte wurden gegründet. Schnell bildete sich ausgehend von diesen Häfen eine starke Verbindung der Arbeiter und der Soldaten. Sie hatten es satt. Sie wollten nicht mehr unter der kaiserlichen Macht gedemütigt werden oder wollten unter den nationalistischen Kaisern weiter in den Krieg gesendet werden. Im März 1920 hieften sie dann den Deutsche Bankchef Kapp in Berlin auf den Posten des Reichskanzlers und putschten sich somit an die Macht. Aber die Rechnung hatten sie ohne die Menschen gemacht, die vorher auf die Straße gegangen waren, die sich gewehrt hatten und die noch wussten, was ihnen drohte, wenn solche Menschen weiter an der Macht sind. Sie wollten nicht mehr weiter Marionetten des Kaisers oder der nationalistischen Monarchisten sein. Und dann geschah es durch den Generalstreik, durch den Ausruf des Generalstreikes, kam der Widerstand zurück auf die Straßen. Es führte also nur dazu, dass die Arbeiter sich bewaffneten, sich wehrten. Und so bildete sich zum Beispiel auch hier die Rote Ruhrarmee und wir sehen es hier auch geschrieben. Bald schon war eine feste Front der bewaffneten Arbeiterschaft von Münster bis nach Essen aufgebaut, was dazu führte letztlich, dass Kapp schon am 17. März, also schon wenige Tage später, in die Flucht geschlagen wurde und der Putschversuch war abgewendet. Gott sei Dank. Wir müssen rechte Hetze stellen, wo wir sie sehen und überall dort sichtbar und erkennbar als bekennende Antifaschisten und Antifaschistinnen auftreten. Wir müssen als ermutigende Beispiele vorangehen, statt passiv zu verharren. Die Namen der ermordeten Gewerkschafter auf der hier in den Pflasterstein eingelassenen Gedenktafel mahnen uns. Sie mahnen uns. Bleibt nicht stehen. Die Einheit im Kampf für eine solidarische Gesellschaft ist unsere Stärke. Und letzter Punkt. Wer uns spaltet, will uns schwächen und betreibt das Spiel der Rechten. Glück auf, liebe Kolleginnen und Kollegen und Genossinnen und Genossen. Musikalische Einlagen der Band Schwarz-Rot Atemgold aus Dortmund rundeten die Gedenkstunde ab, wobei die Atmosphäre von Respekt, Trauer und Entschlossenheit durchdrungen war. Mir bleibt nur, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu danken, insbesondere unserem Hauptredner, dem Azad, der hier heute zu uns gesprochen hat und auch ein Stück weit, denke ich, zum Nachdenken angeregt hat.
Nicht zuletzt geht wieder unser Dank an unsere Freundinnen und Freunde von der Anarcho-Band Schwarz-Rot Atemgold 09, die ja quasi jetzt schon zum Inventar gehören. Naja, und den beiden Kollegen von der Staatsmacht danke ich auch. Die sind hier heute mit schusssicheren Westen hingekommen. Aber ich habe gesagt, geschossen wird hier heute nicht. Wir setzen uns nur verbal auseinander und untermalen das auch ein Stück weit musikalisch. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Die Veranstaltung ist beendet. Die Teilnehmer verließen die Veranstaltung mit einem Gefühl der Verbundenheit und dem Versprechen, die Errungenschaften der Vergangenheit zu wahren und sich weiterhin für eine gerechtere Zukunft einzusetzen. Die Gedenkstunde auf dem Südfriedhof von Herne erwies sich somit als eine bedeutungsvolle Hommage an die Märzgefallenen von 1920, die ihr Leben im Kampf für soziale Gerechtigkeit opferten. Durch die Erinnerung an ihr Vermächtnis bleiben ihre Opfer nicht nur in der Geschichte lebendig, sondern dienen auch als Inspiration für kommende Generationen im Streben nach einer gerechten Welt. Das Mondkanal-Team war tief beeindruckt. Wir verabschieden uns wie immer mit einem Glück auf, bleibt gesund, bis es wieder heißt, einschalten. Es gibt Neues auf dem Mondkanal.